wenn das Leben es schlägt, sie müssen weinen. Sie heißt Dagmar Hagen und ich heiße Sibyl Hagen. Es ist freut mich. Wie alt ist sie? Wir sind beide 18 Jahre alt. Woher kommt er? Ich komme aus Berlin, aber Dagmar ist eine seltsame exotische Schönheit aus dem Rheinland. Was fehlt ihr? Sie hat Zahnschmerzen. Okay, sie wird mit der Ärztin in einer Minute treffen. Hallo, ich heiße Frau Dr. Lorelei. Wie heißen Sie? Sie heißt Dagmar und ich heiße Sibyl. Ah, und hier ist mein Krankenschwester Penelope. Was gibt mein Schatz? So, was fehlt Ihnen? Zahnschmerzen. Ach so, wie lange waren Sie schon krank? Es tut ihr seit vier Monaten weh. Da Doggy schon 5 Jahre die Zähne nicht geborsten hat, haben wir Komplikationen gehabt. Okay, sehen wir. Die müssen raus. Wir müssen Herr Dr. Eisenberger's Zweite an. Dr. Eisenbart. Der Zweite? Jawohl! Und jetzt ist die Zeit für das echte Ding. Bereit den Kopf. Es ist okay. Keine Angst. Dr. Eisenbart ist sehr, sehr gut. Okay, Messer bitte. Und Schere. Skalpell. Schnier für mich. Kitzkirn. Hast du gehört? Sie hat Krebs! Was? Sie hat Krebs! Was? Die Krabbe? Der Krebs? Die Lause? Ja, ja, Krebs! Ich weiß nicht, aber. Aber wo ist der Tumor? Wie groß ist es? Fatal, nicht fatal? Ich weiß nicht. Der ist in ihr Gehirn und sehr, sehr groß. Es konnte ihr Körper erobern. Was? Fatal? Sehr, sehr groß? Erobern? Was machen wir? Chemotherapie? Surgery? Was denkst du? Ich denke Chemotherapie. Wir müssen es zu ihr erklären. Sie haben Krebs. Oh.
Wenn das Leben der Schief geht, sie müssen ihnen eine antrinken, und dann müssen sie mit unangebrachten Männern schlafen.